53 Jahren in Betrieb ist die Vierergondelbahn Tannenbodenmarschall Kamm in die wohlverdiente Pension geschickt worden. Die Kultgondeln der Gondelbahn haben am 7. April 2019 die letzte Runde gedreht. Eine Fahrt vom Tannenboden auf 1400 Meter über Meer bis auf den Marschall Kamm auf 2020 Meter Höhe hat 20 Minuten gebraucht. Die alten Gondeln haben ein Gewicht von 200 kg auf die Waage gebracht, sind 208 cm hoch, 170 cm breit und 124 cm tief. Als ein emotionales Erinnerungsstück hat man die Gondeln bei einer Versteigerung ergattern können und alle Kabinen sind jetzt schon bei einem neuen Besitzer. So haben die legendären Gondeln ein neues Leben eingehaucht bekommen und werden von ihren Eigentümern für neue Projekte gebraucht. Wir sind beim Herr Vorr im Garten. Er hat ein Gondel gekauft aus dem Flumser Berg. Herr Vorr, ist ja nicht alltäglich, dass man ein Gondel im Garten hat. Warum haben Sie eins gekauft? Also ich habe ein Gondel gekauft, die ich schon lange mal eins wollte. Und ich bin viel in den Flumser Berg Skifahren. Freut sich auf die neue Bahn? Ja, das freue ich mich. Ja. Und wir sind auch bei drei Wegen anschauen. Dann, ja. Ich konnte die letzte Fahrt machen mit dem Bändchen am zweitletzten Tag, was gefahren ist. Im nächsten Winter wird sie eine nickel-nagel-neue moderne Achtergondelbahn von der einheimischen Bartolette Maschinenbau AG auf den Marschall Kamm befördern. Der Michael Ackermann ist Geschäftsleiter Bahnen und Technik bei der Bergbahn Flumserberg und zudem verantwortlicher Projektleiter vom Neubau von der Gondelbahn Tannenboden Marschall Kamm. Vor zwei Wochen war noch relativ viel Weiss hier. Bereits hier in Tannenboden. Natürlich auf der Strecke haben wir Bauarbeiten starten, indem wir Baupisten ausgraben mussten. Also das heisst Schneemassen, teilweise bis zu 2 Meter, mussten wir mit den Schrittbackern zuerst ausgraben, damit wir überhaupt zu den Fundamentstandort gekommen sind. In Tannenboden haben wir fast täglich mit dem Pistenfahrzeug die Strasse frei machen, dass wir gewährleistet haben, dass unsere Lastwagen oder die Lastwagen vom Bauunternehmer auch können im Berg rauffahren. Es regnet immer wieder. Das ist vor allem im Marschall Kamm ein Problem, weil die Strassenverhältnisse sehr schwierig sind und mit den schweren Lastwagen, die wir Beton führen müssen, dass wir die Arbeit überhaupt gewährleisten können, macht es im Moment nicht ganz einfach. Es wäre schöner gewesen, wenn es so gewesen wäre wie letztes Jahr, aber wir nehmen es, wie es kommt. Die Mitarbeiter, die Unternehmer sind sehr flexibel und wir passen uns der Situation an, aber wir arbeiten mit Vollgas, dass wir das Ziel Ende Jahr auch erreichen. Wir haben am Anfang ein Längsprofil gemacht mit der Firma Bartolet zusammen, wo die verschiedenen Koordinaten von den Masten, von der Talstation, von der Bergstation fixiert worden sind. Und die sind auch als Referenzpunkt bei allen Bauten, respektive auch bei allen Anpassungen, die wir bei den bestehenden Bauten gemacht haben oder müssen machen, berücksichtigt worden und die müssen fix eingehalten werden. Die neue Gondelbahn ist sicher sehr attraktiv, weil sie doppelt so schnell fährt wie vorher. Das heisst, in dem Sinne man ist in gut 10 Minuten vom Tannenboden im Marschall Kamm, was natürlich sehr attraktiv ist, um auch die ganze Piste nachher auch können nutzen. Gleichzeitig hat er auch ein viel grösseres Kapazitätsthema. Das heisst, wir haben vorher 800 Personen pro Stunde maximal dürfen. Befördern. Jetzt ist es rund 2400 oder maximal 2400, wenn wir mit 6 Metern pro Sekunde fahren mit der Anlage. Von Anfang an natürlich sind sehr wichtige Partner der Grundeigentümer, dass wir überhaupt haben dürfen bauen. Das ist die Alpkorporation Molz. Gleichzeitig haben wir auch die Gemeinde Quarten natürlich von Anfang an müssen integrieren. Das Zusammenspiel hat sehr gut geklappt. Im zweiten Schritt ist natürlich auch die ganzen Abklärungen und vor allem die Eingaben zum BAV, also Bundesamt für Verkehr, hat auch sehr gut geklappt, in dem Sinn, dass man auch schnelle Antworten, schnelle Rückfragen hat bearbeiten können. Das wichtigste Ereignis ist sicher, dass wir die Stützen jetzt Anfang Juli stellen können. Das heisst, das Fundament wird bis Mitte Juni fertiggestellt auf der ganzen Strecke. Das sind 20 Stützen, die wir Anfang Juli aufstellen würden. Gleichzeitig würden wir im August mit der Talstation und mit der Bergstation Montage starten, dass wir noch Anfang September den Seilzug können. Das ist sicher ein grosser Meilenstein, wenn die Seil montiert werden. Und dann gleichzeitig natürlich etwa Mitte September planen wir, zum Inbetriebnahme zu starten, dass wir nachher sagen können, dass wir bis Mitte November so weit wären, dass wir auch die Abnahme mit den verschiedenen Behörden, kantonal wie auch Bundesbehörden, können starten.
Ja, wir sehen hier auf diesen drei Bildern die Visualisierung. Auf dem ersten Bild links sehen wir die Altstation, wie es der Besucher sieht, wenn er oben runterfährt mit dem Ski oder auch oben runterläuft. Zu Fuss natürlich, wie sich das verändern würde im Gegensatz zu früher. In dem zweiten Bild sehen wir die Ansicht von der hinteren Seite, wo wir die neue Werkstatt sehen mit dem Eingangstor, plus natürlich auch die grosse Station, wo dann auch die Gondel Ein- und Ausfahrt ist. Im dritten Bild auf der rechten Seite sehen wir die Bergstation mit dem bestehenden Gebäude, wo früher der Bahn reingefahren ist, zusammen mit dem Neubau, mit der Kompaktanlage der Firma Bartolet, wo wir in der Mitte einen neuen Anbau gemacht haben, wo der Eingang, Einstieg und Ausstieg wird stattfinden. Wir sind im Bereich vom ersten Stock, das heisst im unteren Teil, den wir hier sehen, der jetzt im Moment gefehlt wird, wird das neue Restaurant mit dem vorderen Teil, dem Barbereich, entstehen. Dort, wo jetzt der Pfohl gemacht wird, wo die Maschine steht. Im ersten Stock, wo wir, wenn wir hier raufkommen, da ist eigentlich der Durchgangsbereich für die Personen, der Anstehbereich, wo wir hier hinten nachher zur neuen Gondelbahn kommen. In dem Bereich, wo wir jetzt den Pfeiler sehen, das ist der Hauptsteher von der Talstation, würden nachher die Leute einsteigen. Die Bahn wird hier zu Ringel umlaufen, sie wird auf der anderen Seite reinkommen und hier wieder rausfahren. Auf der anderen Seite ist dann der Ausstieg. Gleichzeitig wird es in dem Bereich, den wir jetzt hier sehen, im Erdgeschoss, wird es ein Werkstattbüro geben, es wird Sanität geben, es wird eine mechanische und eine Schlosserei geben, eine mechanische Werkstatt. Gleichzeitig wird es im hinteren Bereich die Werkstatt geben für Pistenfahrzeuge, wie auch eine Garage für Pistenfahrzeuge. Im ersten Stock gleichzeitig hat es im hinteren Bereich, wo wir jetzt den Kranen sehen, eigentlich gibt es die neue Gondelgaragierung, wo dann die 105 Gondeln, die die neue Bahn umfasst, können alle eingaragiert werden. Die wichtigsten Punkte sind bei dem Bauprojekt ist sicher das, dass wir ein bisschen die spezielle Situation haben. Wir haben einen kompletten Neubau. Neu haben wir aber auch das Restaurant, aber wir haben auch eine Schnittstelle zum bestehenden Altbau. Wo muss gemanagt werden, das heisst das Zusammenspiel zwischen der Planung, nachher der Ausführung, wie auch den verschiedenen Bauingenieuren, die miteinander involviert sind, ist sehr wichtig. Es gibt im Moment auch sehr viele Schnittstellenabklärungen, die geklärt werden müssen. Ihr seht hier selber, wo die Schnittstellen sind. Und das muss schlussendlich wieder zusammenpassen, aber gleich aufeinander abgestimmt sind. Wir bauen für Sie. Unter diesem Slogan steht der Neubau von der Gondelbahn Tannenbodem-Maschke-Kamm. Das war der Kickoff in den Baudokumentationen von der neuen Gondelbahn Tannenbodem-Maschke-Kamm. Sind Sie auch das nächste Mal dabei, wenn es heisst, wir bauen für Sie.